So, guten Morgen. Tag 1, würde ich mal sagen. Gestern war, nein, sagen wir Tag 2 ist heute. Wir sind ja gestern angekommen in Las Vegas. Haben ja noch ein paar Sachen gemacht. Wir waren Korean Barbecue essen mit ein paar Kollegen. Wir waren noch shoppen. Genau, wir waren shoppen. Das würde ich euch noch nämlich zeigen. Das ist eine ganz Kleinigkeit. Ich war in der Macy Mall. Ich fand letztes Jahr die Macy Mall tatsächlich besser. Da haben wir mehr geshoppt gehabt. Aber dieses Jahr dachte ich mir, ich hole mir was von den Raiders. Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen, was Football angeht. Ja, also wenn ihr, keine Ahnung, euch besser mit Football auskennt, sagt es auf jeden Fall Bescheid. Und wenn die Tonqualität auch heute nicht so gut ist. Ich hatte hier eigentlich ein Rode Handy-Mikrofon gekauft gehabt, damals. Das Ding. Und hab hier. Ich nehme hier gerade auf. Mit diesem DJI Gambar fürs Handy. Und dachte mir, ich werde es halt ein bisschen ausprobieren, werde es ein bisschen besser machen. Aber wenn ich das da Ding, dieses Ding anschließe, dann kann ich hier nicht mich hier rumbewegen mit diesem Gimbal. Und kann ich zum Beispiel hier wechseln. Warte, ich mach mal kurz dieses Wechseln. Ich kann es nicht hier, warte. Zack, zack. Kann ich dieses Wechseln halt nicht machen. Und generell, wenn ich hier mich hier rum mit dem Joystick bewege, kann ich es halt einfach nicht machen. Deswegen müssen wir darauf verzichten. Wenn aber euch diese ganzen Vlogs gefallen sollten, und lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls es euch gefällt, ja, und ihr mehr davon sehen wollt und ich mehr davon auch machen soll, auch vielleicht mal in Deutschland, welche Vlogs machen, auch wenn ich mir in Deutschland nicht wirklich traue, dann hole ich mir so ein Anklipp-Mikrofon einfach und ja, genug geschnackt. Ich zeige euch mal ganz kurz dieses Raiders-Trikot. Und ich kenne mich halt nicht aus. Ich habe mich einfach beraten lassen, habe gefragt hier, habt ihr Vereinslegenden oder wer ist denn der beste Spieler bei den Raiders? Raiders ist eine NFL-Mannschaft, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und die haben mir es halt empfohlen. Da war auch ein Fan, der gesagt hat, ey, dann kauft ihr das Trikot. Und ja, dann ziehe ich euch mal das Trikot an und zeige es euch mal. Ich muss sagen, ich habe noch nie ein richtiges NFL-Trikot angehabt. Und das ist schon sehr, sehr nice. Genau. Brown mit der 81. Aber Brown soll halt wohl eine Vereinslegende sein. Und so sieht's aus. Ist schon cool. Fühle ich irgendwie. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich zeige es euch nochmal im Spiegel. So. Und so sieht es circa aus. Warte. Kann ich noch? Ne, kann ich hier. Oder? Ich mache mal hier Weitwinkel noch an. So. So sehe ich aus. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ich muss sagen, warum habe ich mir so ein Jersey geholt gehabt von den Raiders, auch wenn ich hier kein großer NFL-Fan bin. Ich habe keine Ahnung, aber das Logo von den Raiders, ich blende es euch mal ein, verfolgt mich irgendwie die ganze Zeit. Meine ersten Kappen, die ich hatte, waren irgendwie von den Raiders, weil ich die Kappen geil fand. Und jetzt bin ich öfters in Vegas. Dann dachte ich mir ganz ehrlich, Raiders sind jetzt vielleicht nicht die Besten. Aber man muss auch nicht die Besten supporten, wenn ich mich. Ich bin Frankfurt-Fan, für die Leute, die es wissen. Frankfurt hat damals in der zweiten Liga gespielt gehabt. Ich mein erstes Spiel, Bundesligaspiel als kleiner Bub war, wo wir abgestiegen sind gegen Köln damals, wo der Großrandale war. Dass Fans auf das Spielfeld rennen. Ich wiederhole nochmal, sofort zurück in den Block. Und wenn man die schlechten Zeiten eines Vereins mitverfolgt, dann kommen auch irgendwann mal gute Zeiten. Und ja, ganz kurz, ich zeige euch noch meinen Raum. Ich habe ein bisschen ausgepackt, ganz wichtig. Wir gehen auch gleich ins Gym. Wir haben 4 Uhr irgendwas zum Thema. Wir gehen um 6 Uhr, war geplant, dass wir uns treffen und trainieren gehen. Hab mir meinen Stuff hier mitgeholt. Das ist alles nicht gesponsert oder sonst was, falls jemand denkt, ich hätte mit meiner kleinen Reichweite einen Sponsor. Vor allem was Sachen von ESN betrifft, das wäre geil. Aber ESN feiere ich einfach. Gibt auch genug andere Marken, wie zum Beispiel Rü24, was ich auch sehr, sehr nice finde, vor allem vom Preis-Leistungsqualität. Und ja, ich habe mir schon mal gestern einen Rucksack gepackt gehabt mit dem ganzen Stuff, mit meinen Schuhen.
meinem Gear, was ich brauche fürs Gym. Und dann gehe ich auf jeden Fall gleich mit meinem Coach trainieren. Und ich wollte euch halt auf jeden Fall mal auch ins Gym gehen, mitnehmen. Wir gehen halt ins Strangler Gym. Strangler ist halt ein sehr, sehr, sehr geiles Fitnessstudio. So, wir machen jetzt noch Shakes, weil es ist schon 5.30 Uhr. So, mein Manager hat mir gerade geschrieben, dass er jetzt wach ist und in 5 Minuten runter will. Deswegen beeilen wir uns gerade ein bisschen. Wir haben hier die Shaker komplett aufgefüllt. Ganz normal. Ich bin jetzt, also jetzt bevor jetzt irgendjemand sagt, warum filmst du sowas? Ganz einfach, weil ich einen Vlog mache und ich finde, das gehört einfach dazu, dass ich zeige, was ich mache am Tag. Und ich bin kein Fitnessexperte. Ich habe mir einen Coach geholt gehabt, weil ich Ziele habe. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich bin 25, ich habe letztes Jahr geheiratet gehabt. Und wenn man seine Traumfrau gefunden hat, dachte ich mir, dann braucht man auch seinen Traumkörper. Und dann will man ja auch seine Frau irgendwie belohnen, dass man hier den richtigen Mann geheiratet hat. Und ja, da will ich halt ein bisschen auf jeden Fall Gas geben. Und ich meine, wenn man 25 ist, dann kann man auf jeden Fall noch 5 Jahre sich mal zusammenreißen. Feiern brauche ich nicht, trinke kein Alkohol, außer jetzt, wie gesagt, wenn ich im Urlaub bin oder so Special Sachen wie jetzt in der Business Class passieren. Also gefühlt eine Woche im Jahr, wo ich Alkohol trinke. Oder 2 Wochen im Jahr. Und will mich dann einfach zusammenreißen und einfach mal das Beste aus meinem Körper rausholen. Und ich finde, das ist halt einfach. Das sollte eigentlich jeder mal machen. Ganz ehrlich, wir fressen so viel Scheiße am Tag. Gönnen uns einfach eine Fertigpizza oder sonst was. Was halt schnell erledigt ist. Anstatt mal kurz ins Gym zu gehen. Ohne Witz, wenn du eine Stunde. Wenn du eigentlich das Video gerade schaust, kannst du eigentlich aufstehen, das Video pausieren. Oder das Video komplett ausmachen, ins Gym gehen und fertig. Hast du mehr davon was? Tust was für deine Gesundheit, tust was für deinen Körper. Wir Menschen machen eh zu wenig, meiner Meinung nach. Siehst du ja auch hier teilweise in manchen Ländern, wo es halt noch schlimmer ist als bei uns in Deutschland, dass die Menschen halt einfach gar nichts machen und dementsprechend auch aussehen und dementsprechend auch Probleme haben. Und ich meine, ich bin jetzt nicht, keine Ahnung, dass ich jetzt gar keine Süßigkeiten mehr esse oder dass ich keine Fertigpizza oder generell kein Fastfood, wir werden ja je nachdem noch Fastfood essen gehen, wenn man haut. Aber es geht einfach darum, einfach mal statt eine Stunde am Tag weniger Netflix zu schauen, einfach mal eine Stunde ins Gym geht, sein Cardio macht oder sein Training durchzieht oder beides im besten Fall, einfach mal zusammenreißt. Dafür brauche ich kein Fitnessexperte sein, ich glaube, da unterschreibt es mir jeder, der gerade zuschaut. Tipps wollt ihr bei mir eh nicht sehen, habe ich eh keinen Bock drauf. Ich bin auch so jemand, der sagt, ich gucke keine Fitness-Influencer, die nicht auf die Bühne gehen und nichts was reißen. Bro, dann kann es jemand sein, der so viel Scheiße bearbeitet. Aber die Leute, die halt das professionell machen, so Bodybuilding und so weiter, die können mir auch sagen, wie was funktioniert und wie was nicht funktioniert. Weil die werden halt anhand der Erfolge gemessen. Und jeder, der dir sonst einen Plan verkauft, nie auf der Bühne stand und nie was erreicht hat. Ja. Und ganz wichtig, die Leute, die immer so Tests so verteufeln und so weiter, die sind einfach nur dumm und kennen sich nicht damit aus, meiner Meinung nach. Ich nehme es nicht, werde es auch nie nehmen, denke ich mal. Einfach aus dem Grund, warum auch. Ich bin natural, ich will kein Bodybuilding machen, da brauche ich es nicht. Aber die Leute, die es halt immer verteufeln und sagen, der Stoff, der, wenn ich stoffen würde, würde ich auch so aussehen, Bullshit. Die Leute, die stoffen, die kennen sich so krass mit Biochemie aus. Und das muss man denen anrechnen. Deswegen würde ich mir lieber immer einen Coach holen, der schon mal gestofft hat oder auf Stoff ist. Anstatt jemand und natürlich auch auf der Bühne war und was gerissen hat, anstatt irgendjemanden zu holen, der sich null auskennt, beziehungsweise der sich vielleicht, ich meine, jeder kennt sich ja ein bisschen aus, der in der Thematik drin ist, aber der, sagen wir mal, nichts gerissen hat und dann die Schnauze aufmacht. Darauf habe ich halt gar keinen Bock. Aber gut, wir haben jetzt fertig gepackt. Brille ziehe ich nicht an, ich ziehe meine Spange direkt an, gehe noch aufs Klöchen und dann gehen wir direkt los. Is it okay when I fall? Yes. Okay, perfect.
We're looking for a just a defense. Ich wollte mal auch ein Video machen aus dem Gym. Ich habe schon mit Jason geredet gehabt, wie geil das eigentlich ist. Du kommst hier rein, um 4 Uhr morgens theoretisch, und da ist einfach jemand im Gym. Und das Gym ist halt einfach, es sieht nicht so groß aus, es hat aber einfach alles, was man braucht. Und es ist einfach richtig, richtig geil. Ich zeige nochmal ein paar Videos und so weiter. Das Training macht Bock, macht Spaß. Ich habe ein bisschen Probleme noch mit der Schulter, deswegen werde ich ein bisschen vorsichtiger machen, keinen Bock mich jetzt hier zu verletzen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, kann ich auf jeden Fall bisher jedem empfehlen. Eine Woche, einen Wochenpass haben wir, kostet $100. Ordentlich, ja. Aber geiler als im Hotel zu trainieren. Training abgeschlossen. Ein Shaker ist undicht. Geil. Was soll man machen? Das Gym ist geil. Macht Bock. Warum es geil ist, werde ich übermorgen noch Beine trainieren. Dann werden Sie es sehen. Die Beine haben die hier richtig viel. Das ist so geil. Fitschul wirkt halt etwas klein, aber ist halt mega, mega nice. Hallo? Kommt hoch? Oh, hat auch keinen Bock mehr. Ja, aber klar, dass der Shaker auslaufen wird. Hab jetzt mal ein bisschen Training gefilmt gehabt, hab jetzt keinen Bock gehabt, das Training komplett zu filmen. Nein, da bin ich auch. Die Leute haben mich eh schon komisch angeguckt. So. Das läuft halt richtig krasse Leute hier rum. Auch auf Stoff. Ein krasser aus dem Alter, ein alter Mann. Ich hatte ohne Witz so einen Waden gehabt. Und zum Vergleich zum Goldstück Los Angeles ist schon irgendwie, keine Ahnung, das Goldstück hat halt seinen Flair, das hat halt seinen Flair. Das ist beides nice. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, wo ich hin würde, dann würde ich eher hier trainieren, weil hier nicht so viel los ist. Was richtig Bock macht. Die Leute sind hier nett. Es ist einfach, hier reinzukommen. Das ist eine coole Location. In Outburgers ist auch direkt nebenan. Er hat leider zu um 6 Uhr. Ich habe jetzt 7.30 Uhr oder so. Uber kommt jetzt auch jeden Moment und dann. Mach Bock. Ich freue mich schon auf morgen, Chat-Train. Übermorgen freue ich mich noch mehr auf Beine. Weil Beine haben die richtig viel, vielleicht dann noch extra den Raum abfüllen. Die haben extra Raum für Beine. Also ich bin mal ein Paradies für die Leute, die ich privat kenne. Ich liebe Beine zu trainieren. Na gut, wir fahren jetzt ein schlimmes Ding, jetzt ein Shake aus. Die so clear, Kreatin und Glutamin für die Leute, die es fragen, was das ist. Bye. Thank you too. Thank you, brother. See you tomorrow.